Ja, zunächst einmal glaube ich, wenn man jetzt diese Tage absolviert hat, war es wichtig, Erkenntnisse zu sammeln. Das war unser Ziel auch dieses Trainingslagers, um die Spieler natürlich noch besser kennenzulernen. Auch nicht nur in den Trainingseinheiten, sondern auch in Spielen, um dann sich dort auch einen besseren Überblick zu verschaffen. Das ist uns, glaube ich, gelungen. Wir werden uns natürlich das Spiel nochmal anschauen auf Video, um da nochmal detaillierter reinzugehen. Aber ich glaube, es war wichtig, ja, heute nochmal gegen einen sehr starken Gegner auch nochmal Sachen zu sehen, die vielleicht ein bisschen besser klappen und manche Sachen, die halt nicht so gut klappen. Und klar ist es natürlich dann nicht schön, wenn man dann in dieser Höhe verliert. Das darf auch nicht unser Anspruch sein, aber wir können das, denke ich, auch in gewisser Weise einordnen, dass wir auch so intensiv gearbeitet haben, damit die Jungs heute ja auch. Das hat man gemerkt, glaube ich, nicht so spritzig waren. Ja, ich denke, dass wir die ersten 10, 15 Minuten ein bisschen gebraucht haben, um auch in dieses Spiel reinzufinden. Danach haben wir die Kontrolle gehabt über das Spiel, haben ja auch den Ball gut laufen lassen. Wir haben ja klar den Fokus jetzt die letzten Tage viel auf defensive Abläufe gelegt. Die Gegentore sind natürlich sehr bitter. Der eine ist nach einem ja, Ballverlust, einfachen Ballverlust am Flügel. Der andere ist nach einer Standardsituation, wo wir selber köpfen, anstatt wo wir ein Eigentor reinhauen. Also zwei sehr unglückliche Tore. Und die neuen Spieler konnten sich präsentieren, auch wieder im zweiten Spiel zu zeigen, was sie können und wo vielleicht noch Potenzial ist. Aber insgesamt waren es wichtige Erkenntnisse für uns im Positiven wie auch im Negativen.